Bei dem Brottest im Foyer der Volksbank Wildeshausen am Donnerstagvormittag unterzogen sich die Wildeshauser Bäckereien Schnittger und Kolloge einer freiwilligen öffentlichen Gemeinschaftsprüfung ihrer Backwaren. Insgesamt 50 Produkte wurden von dem Qualitätsprüfer und Bäckermeister Michael Isensee vom Deutschen Brotinstitut getestet. Die Brote, die wir hier vorliegen haben, und auch die Brötchen werden sensorisch geprüft, fühlen, sehen, riechen, schmecken, beim Brötchen noch das Hören, ob sie knusprig und krosch sind. Und 6 verschiedene Kriterien werden überprüft. Das sind Form und Aussehen, Oberfläche- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität, Geruch und Aroma. Und 50 Proben wurden heute geprüft. Die Brote und Brötchen sind also alle prämiert worden. Wir haben die Abstufung sehr gut, gut und nicht prämiert. Und nicht prämiert in dieser Rubrik ist gar keins reingefallen, also alle im sehr gut und guten Bereich. Wobei also weit über 70% im sehr guten Bereich liegen. Die Ergebnisse der Prüfung können auf der Homepage des Instituts auf brotinstitut.de eingesehen werden.